Tja, hallo? Ah, du bist's. Ja, ich bin schon hier. Ja, ich sitze hier und warte. Ja, wie heute Abend essen gehen? Warum habt ihr mir das nicht gesagt? Nein, ich komme nicht mit. Nein, weißt du, macht ihr mal. Ich kriege diesen Halsabschneider jedenfalls nicht mehr in den Arsch, ja? Nicht für den Hungerlohn. Hey, wenn alles gut geht, kriege ich hier die Irrsinnsstelle. Die können mich mal alle am Arsch lecken, ja? Das kannst du denen ruhig sagen. Ich lasse mich von denen nicht mehr anmachen. Nie wieder. Ich muss aufhören. Guten Tag. Guten Tag. Man hat mir gesagt, dass hier das Vorstellungsgespräch ist. Ja, mir auch. Sind Sie von der Firma? Nein, ich bin Bewerber. Ich auch. Ah. Angenehm. Angenehm. Hat man Ihnen was Genaueres gesagt? Nein, gar nichts. Seltsam das Ganze, oder nicht? Ja. Unkonventioneller Stil. Irgendwie schon. Als ich die Einladung bekommen habe, ich weiß auch nicht. Sehr ungewöhnlich. Ob da noch jemand kommt? Gut möglich. Ich meine, da stehen vier Gläser. Ah, wahrscheinlich sind die anderen zwei für die mit uns das Gespräch führen. Kann schon sein. Das mit dem gemeinsamen Vorstellungsgespräch ist schon ein bisschen. Was heißt ein bisschen? Das ist schon ziemlich originell. Und dazu noch für so eine hohe Position. Gewöhnlich wird so etwas vertraulich gehandhabt. Also mich stört das nicht. Nein. Ich weiß, mich auch nicht. Trotzdem, Sie und ich, wir kennen uns ja nicht. Aber man könnte ja auch auf jemanden treffen, den man kennt. Und? Aber ich bitte Sie, das wäre doch peinlich. Sind Sie mit dem Auto da? Ja. Ja, ich auch. Ziemlich viel Verkehr, nicht? Wie jeden Tag. Ich hatte hier schon drei Vorstellungsgespräche. Ich weiß gar nicht, was die noch von mir wissen wollen. Wie viele sind es bei Ihnen? Drei. Wie bei mir? Ein Lakritzbonbon? Nein, danke. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass Sie mich in die engere Wahl nehmen. Ich komme aus einer kleinen Firma. Im Vergleich dazu ist das ja hier, naja, im Bereich Möbel und Heimwerk immerhin das zweitgrößte Unternehmen der Welt. Firma ist Firma. Ja, aber ich habe noch nie in einem multinationalen Konzern gearbeitet. Sie? Ich bin schon viel rumgekommen. Die Konditionen sind ja schier unglaublich. Ich weiß ja nicht, was Sie verdienen, aber bei mir wäre es fast eine Verdoppelung. Was habe ich gezittert, ob ich es noch rechtzeitig schaffe? Ich war schon in der Castellana, nichts ging mehr und ich dachte, du kommst zu spät, alles ist verpatzt. Diese Dinge sind wichtig. Nicht selten kommt es auf diese Kleinigkeiten an. Ich habe auch schon Leute eingestellt und am Ende hing meine Entscheidung immer von diesen Kleinigkeiten ab. Die Art, wie jemand angezogen ist, wie er mir die Hand gibt. Und das Auto. Wenn es geht, begleite ich die Leute bis an ihr Auto. Ein Auto sagt eine Menge über seinen Besitzer aus. Ein Auto spricht. Manchmal ist einer total beschniegelt. Und wenn du dann sein Auto siehst, dann trifft dich fast der Schlag. Beruhigen Sie sich, ja? Sie sind nicht zu spät. Mercedes de Gas. Führen Sie das Gespräch mit uns? Nein, wir sind auch Bewerber. Sie beide? Ja, wir auch. Und wer führt das Gespräch? Wenn wir das wüssten. Drei Männer und eine Frau, wie immer. 25% politisch korrekt. Wie witzig du immer bist. Sie beide kennen sich? Ja, wir haben zusammen studiert. Naja, ich habe ein bisschen mehr studiert als er. Wir haben sie immer die Matrikelnummer genannt. Ganz schön grob. Sehen Sie, was ich gesagt habe, es musste so kommen, dass sich jemand kennt. Und was müssen wir jetzt machen? Keine Ahnung. Warten, nehme ich an. Ob Sie das Gespräch mit uns vier gemeinsam führen? Ja, so hat man es mir zumindest gesagt. Ein gemeinsames Gespräch mit allen Bewerbern. Sind Sie mit dem Auto da? Ich? Ja. Ziemlich viel Verkehr. Oh, entsetzlich.
Zum Glück gibt es hier einen Firmenparkplatz. Ja, sonst findet man hier nie einen Parkplatz. Hatten Sie auch schon 3 Vorstellungsgespräche? Ja, ich auch. Das ist das 4. Ich bewerbe mich ja nicht zum ersten Mal, aber 4 Vorstellungsgespräche hintereinander hatte ich noch nie in einer Firma. Ich weiß gar nicht, was die noch von mir wissen wollen. Da leuchtet was. Komm, sieh nach, was da ist. Ein Umschlag und eine Stoppuhr. Eine Stoppuhr? Ja. Steht was auf dem Umschlag? Nein. Soll ich ihn auch machen? Das fragen Sie mich. Keine Ahnung. Guten Tag und herzlich willkommen. Wie wir Ihnen bereits mitgeteilt haben, ist dies die Schlussphase unseres Auswahlverfahrens für die Besetzung der Stelle des kaufmännischen Direktors bei Dekia. Sie sind unsere letzten Kandidaten. Wir wissen, dass dies keine gewöhnliche Prüfung ist. Wir folgen den von der schwedischen Zentrale aufgestellten Richtlinien. Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt für sich beschließen, eine unserer Anweisungen sei für Sie nicht tragbar, können Sie das Verfahren abbrechen. Die Tür ist offen. Wenn Sie den Raum jedoch verlassen, aus welchen Gründen auch immer, gehen wir davon aus, dass Sie Ihre Bewerbung zurückziehen. Kommen wir zur ersten Aufgabe. Wir haben Ihnen gesagt, dass Sie die letzten Bewerber sind, aber nicht alle von Ihnen sind Bewerber. Nur 3 der 4 Bewerber sind echt. Einer von Ihnen ist Mitglied unserer Personalabteilung. Neben dem Umschlag haben Sie eine Stoppuhr erhalten. Sie haben 10 Minuten Zeit, um herauszufinden, wer von Ihnen kein echter Kandidat ist. Nehmen Sie jetzt bitte die Stoppuhr in Betrieb. Betätigen Sie dazu den Knopf auf der rechten Seite. Das war's. Verdammte Hacke. Moment mal, das heißt also... Ja, sieht so aus. Wir müssen herausfinden, wer es ist. Ich dachte, das sei ein Vorstellungsgespräch. Was mit der Uhr machen? Einer von uns ist kein Bewerber und wir müssen herausfinden, wer es ist. Ja, das haben wir begriffen. Ganz gut. Ja, wie gut? Ja, die Aufgabe ist gut, herausfinden zu müssen, wer lügt. Denn klar, als wir gekommen sind, haben wir alle gedacht, wir sind gleich, wir sind alle Bewerber. Und jetzt stellt sich heraus, dass das nicht so ist. Also, soll ich auf Start drücken? 10 Minuten. Überdenken wir noch einmal unsere Lage. Einer von uns ist nicht echt. Oder andersrum, der Gesprächsführer ist einer von Ihnen. Ja. Und vielleicht sind Sie es? Ich? Nein, ich bin es nicht. Einer hier macht uns etwas vor, ja? Es kann jeder sein. Wir haben nur 10 Minuten, das ist nicht viel Zeit. Wahrscheinlich ist es schneller, wenn wir die nicht in Frage kommen, aussortieren, anstatt den Mogler direkt zu suchen. Den Mogler? Eines können wir schon mal festhalten, Sie beide, Sie kennen sich. Ja, aber ich habe Mercedes schon seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Aber Sie können leicht feststellen, ob einer von Ihnen der falsche Kandidat ist. Wir haben nur 10 Minuten. Wenn Sie sich schnell gegenseitig ausschließen, ist das nur gut für Sie, dann können Sie jeder schon mal eine Person abhaken, meinen Sie nicht? Na Moment, lassen Sie mich nachdenken. Also, alles, was ich von Mercedes weiß, das ist schon ewig lange her. Ich glaube, das sagt überhaupt nichts. Hey, warte, Carlos, denk nach, bevor du weiterredest. Wieso nachdenken? Wir sind nur 4. Ja, und? Denk nach, was man von uns will. Wer schafft es, den falschen Kandidaten aufzudecken und wer nicht? Darum geht's doch. Hm, stimmt. Die werden uns nichts sagen. Warum? Tja, wenn Sie was wissen, schön für Sie. Aber das werden Sie uns doch bestimmt nicht verraten. Warum denn auch? Damit würden Sie uns doch nur einen Vorteil verschaffen. Also ich jedenfalls würde dich halten. Da komme ich nicht mit. Tja, Mann, wir treten hier doch gegeneinander an, ja? Also eigentlich ist die Sache noch vertragter. Es geht darum herauszufinden, wer von uns den anderen etwas vormacht, aber gleichzeitig müssen wir dabei die anderen auf eine falsche Fährte locken, denn wenn wir alle 3 rausfinden, wer der falsche Bewerber ist, wozu soll diese ganze Prüfung dann bitte schön gut sein? Hm? Alle haben gewonnen. Prima. Auf dem Blatt steht, dass wir herausbekommen sollen, wer der falsche Bewerber ist. Da steht nichts davon, dass wir gegeneinander antreten sollen. Es muss doch nicht extra gesagt werden, das erklärt sich doch von selbst, ja? Wir sind 3 Bewerber, es gibt eine Stelle.
Also sind wir Konkurrenten? Nein, Herr Font hat ganz recht. Wenn man es genau bedenkt, müssen wir zusammenarbeiten. Zusammenarbeiten? Ja, pass mal auf. Carlos, ich habe dich seit dem letzten Abendessen bei Esade nicht mehr gesehen. Das ist 2 oder 3 Jahre her. 2. Damals habe ich in einem Pharmalabor gearbeitet. Ja, ich arbeite da immer. Stimmt. Vor kurzem habe ich einen alten Freund von der Uni getroffen. Er hat mir gesagt, du kannst also nicht sein. Und du erzählst, du warst bei einer Consulting-Firma? Aber ich weiß leider nicht mehr, bei welchem. ICR. Da arbeitest du noch dort? Nein, momentan bin ich bei einer Bank. Ich sag dir aber nicht, bei welcher. Das geht keinem was an. Sehen Sie. Ja, was denn? Ja, dass das nichts bringt. Es kann sein, dass Sie jetzt alle beide lügen. Ne? Angenommen, einer von Ihnen ist der Falsche. Er hat also gelogen. Und wenn der andere das weiß, dass der gelogen hat, dann wird er uns doch nicht verraten, dass der gelogen hat, weil er weiß ja, dass derjenige der falsche Kandidat ist und wird es uns nicht verraten. Toller Wetter ist das Komplizierte. Sie haben uns Ihre Arbeitssituation jetzt geschildert. Wir können sie glauben oder auch nicht. Ich denke, jetzt sind wir damit an der Reihe, Ihnen etwas von uns zu erzählen, dann haben wir alle die gleichen Voraussetzungen. Herr Porter, ich glaube, in einem Punkt denken Sie falsch. Man will mit der Aufgabe doch sicherlich herausfinden, wer von uns am fittesten ist. Ich glaube viel eher, man will unsere Fähigkeit zum Teamwork prüfen. Also vertrauen wir einander, arbeiten wir zusammen, um aufzudecken, wer der Falsche ist. Wie süß. Da der Falsche aber nicht sagen wird, dass er der Falsche ist, können wir nicht zusammenarbeiten. Wir können einander nicht vertrauen. Ich finde es ganz richtig, was Sie da sagen, Herr Porter. Porter, genau. Verraten Sie bei uns doch, woher Sie kommen. Ich bin kaufmännischer Direktor einer Lebensmittelfirma. Von welcher? Sie hat auch nicht gesagt, in welcher Bank Sie arbeiten. Na, großartig. Also ich bin auch kaufmännischer Direktor. Bei einem Labor. Und darum wundert es mich, dass ich Sie nicht kenne. Ne? Ich arbeite bei des Pharma. Ich habe kein Problem damit, das zu sagen. Und Sie? Bei welchem Labor arbeiten Sie? Also, wenn er es nicht sagt, dann sage ich es auch nicht. Und sagt, ich weiß, dass Sie in derselben Branche sind, erst recht. Ich weiß, wo er arbeitet. Er sagt die Wahrheit. Ja. Und woher soll ich wissen, dass Sie die Wahrheit sagen? Warum sollte ich lügen? Ja, habe ich doch gerade erklärt. Weil Sie wissen, dass er hier arbeitet. Also decken Sie seine Geschichte von dem Labor. Sie können doch nicht daran interessiert sein, uns auf die Sprünge zu helfen. Dann glauben Sie mir eben nicht. Trotzdem, wir müssen im Team handeln. Alles hängt davon ab, dass wir drei echten Bewerber zusammenarbeiten, um den Mogler, wie er ihn nennt, zu finden. Lügen würde mich nicht weiterbringen. Na dann, verraten Sie uns in dem Fall doch, wie die Bank heißt, in der Sie arbeiten. Enthalten Sie es uns nicht vor. Sagten Sie nicht gerade, dass Lügen uns nicht weiterbringen würde? Also ich arbeite bei Raventhal. Ja, und ich habe es vorhin nicht gesagt, weil... Ja, eben da. Aber ich denke auch, es ist besser, wenn wir die Karten auf den Tisch legen. Bei Raventhal? Ja. Wie lange schon? 5 Jahre. Kennen Sie Felix? Felix Gallego? Nein, wer ist das? Und Laura? Laura Sanchez. Ich kenne Laura Vasquez. Ah ja, stimmt. Sie heißt Vasquez. Wer ist Felix Garrido? Ah, ein Cousin von mir. Arbeitet ganz woanders. Wie viele Minuten sind schon? 4 fast. Tja, dann los! Karten auf den Tisch. Für mich ist Herr Bueno sauber. Hallo. Vielleicht machen Sie jetzt genau das, was Sie vorhin über Sie gesagt haben. Vielleicht wissen Sie, dass er lügt und machen einfach mit, um uns die Ehre zu leihen. Also wenn ich mitmache, machen Sie auch mit. Also ich lüge nicht und niemand macht bei mir bei irgendetwas mit, aber Sie. Ich kenne den kaufmännischen Direktor von Dis Pharma und Sie sehen ihn überhaupt nicht. Ah ja, und wer ist der kaufmännische Direktor? Er sagen Sie es. Viktor Datsberg. Aber eben sagten Sie so. Dass ich der kaufmännische Direktor bin, ja, aber von der Niederlassung in der Extremadura. Ich kenne den aus der Extremadura, den kenne ich natürlich nicht. Ja, das können Sie jetzt nicht mehr sagen. Ah, es kann sein, dass Sie jetzt beide lügen. Ja, und Sie dann nicht? Ja, wenn nicht Sie lügen, dann lügen Sie auch. Ja, wenn Sie lügen, ist das Ihr Problem. Warum sollte ich lügen, wenn Sie lügen? Sie denken, Ihre Lüge, um mich zu täuschen. Ich habe aber nicht gelogen. Niemand kann eine Lüge decken, die gar nicht gesagt wurde. Vielleicht nicht. Vielleicht haben Sie nicht gelogen. Aber wenn er herausbekommen hat, dass er lügt, wird er denken, dass auch Sie gelogen haben und schließt sich folglich Ihrer Lüge an, auch wenn es gar keine Lüge ist. Verhaspeln Sie sich nicht. Keine Sorge. Wenn er nicht der ist, der behauptet zu sein, und Sie beide wissen, dass er lügt, dann belügen Sie mich, um seine Lüge zu decken. Denken Sie mal nicht so viel. Man sieht, dass das nicht Ihre Stärke ist. Ich versuche mir Klarheit zu verschaffen. Ja, die können Sie haben. Also, wenn ich lügen würde, wenn ich der Mogler wäre, dann wüsste ich, dass er in einem Labor arbeitet.
Schließlich haben wir hier schon mehrere Vorstellungsgespräche gehabt. Wir haben alle unseren Lebenslauf vorgelegt. Wenn ich von der Firma wäre, wüsste ich alles über ihn und würde mir doch bestimmt eine andere Geschichte ausdenken als die mit dem Labor. Er hätte doch sofort entdeckt, dass ich lüge. Können Sie das noch einmal wiederholen? Herr Bueno soll mich über meine Arbeit fragen, was er will. Ach, damit verschwenden wir doch bloß unsere Zeit. Ich glaube ihm schon. Es muss einer von den beiden sein. Mercedes, deine Geschichte von der Bank, die macht mich stutzig. Das hätte mir doch jemand erzählt. Ja, das stimmt natürlich. Aber das Gleiche gilt, wenn ich hier arbeiten würde. Das hätte dir auch jemand erzählt. Ja, das stimmt. Aber gut, auch. Okay. Da wir beschlossen haben, offen zu sein. Ich arbeite in der Bank und der Mediterranean und bin dort Leiterin der Marketingabteilung. Seit wann? Seit einem halben Jahr. Seit einem halben Jahr. Du willst schon wieder wechseln? Ja, warum nicht? Ach, nur so. Fehlen nur noch Sie. Ah, ich hab's. Wir werden an der Nase herumgeführt. Von wem? Von ihr? Nein. Wir haben geglaubt, dass es einen falschen Bewerber gibt, weil man uns das gesagt hat. Ich habe aber ganz den Eindruck, wir vier sind alle echte Bewerber und es gibt gar keinen Mogler. Wozu soll denn das ganze Theater hier gut sein? Sie wollen sehen, ob wir herausfinden, dass man uns betrügt. Es geht darum, dass wir von dem Problem ausgehen, es gebe einen falschen Bewerber, dass einer von uns die anderen betrügt. Aber das stimmt gar nicht. In Wirklichkeit haben Sie uns nach Strich und Faden betrogen. Nein, aus einem ganz einfachen Grund. Es hat doch keinen Zweck, dass wir hier unseren Scharfsinn unter Beweis stellen, wenn gar niemand dabei ist. Ja, wer sagt denn, dass niemand dabei ist? Sie beobachten uns von außen. Bestimmt gibt es Mikrofone. Sie hören alles mit oder sogar Kameras. Oh, Kameras? Ja, Sie versetzen die Bewerber in eine Situation, in der Sie denken, Sie sind allein. Und dann beobachten Sie, wie Sie sich verhalten. Und wo sollen die Kameras sein? Ich weiß nicht. Sie können überall versteckt sein. In den Lampen, was weiß ich, es gibt tausend Möglichkeiten. Nein, also was Sie da sagen, das klingt für mich irgendwie zu perfekt. Sie sind es doch, ja? Sie sind der falsche Bewerber. Sie sind der Einzige, der uns nicht sagen wollte, wo er arbeitet. Und die Tatsache, dass Sie über diese Art von Aufgaben so gut Bescheid wissen, kann doch nichts anderes heißen, als dass Sie hier von der Firma sind, ja? Ja, der Meinung bin ich auch. Herr Vondt hat diesen Gedankengang doch erst auf dem Ärmel geschüttelt, als er in die Enge getrieben war. Als er gesehen hat, dass wir drei aus dem Schneider sind und alle Finger auf ihn gerichtet sind, ist er mit dieser Geschichte rausgerückt, dass sie uns angeblich betrügen. Also ich weiß nicht. Mir leuchtet schon ein, was er sagt, aber vielleicht kann er es ja noch ein bisschen ausführen. Tja, als erstes soll er uns sagen, wie die Lebensmittelfirma heißt, in der er arbeitet. Das sage ich ihm nicht. Warum nicht? Weil ich nicht will. Ich finde das nicht notwendig. Zeit? Wir haben noch 2,5 Minuten. Er will es uns nicht sagen, weil er überzeugt ist, dass er recht hat. Und was Herr Porter vorhin über uns beide gesagt hat, das gilt jetzt für ihn. Er will uns nicht sagen, was uns helfen könnte. Wenn er uns sagen würde, wo er arbeitet und das glaubhaft wäre, dann würden wir doch alle auf seine Lösung tippen. Er will aber allein gewinnen. Und deshalb glaube ich, er hat die Sache getroffen. Wir vier sind alle echt. Nein. Und ich sage Ihnen auch warum. Vorhin, als wir gekommen sind, noch bevor Sie beide da waren, ja, da hat er sich sehr große Mühe gegeben, zu zeigen, wie überrascht er über dieses Auswahlverfahren ist. Originell, hat er gesagt. Und dann hat er sich auch noch darin verheddert, wie er selbst früher seine Angestellten auf eine ganz bestimmte Art und Weise ausgesucht hat. Sein Verhalten kam mir von Anfang an seltsam vor. Was meinst du mit meinem Verhalten? Ja, diese ganze Art, wie Sie reden, irgendwas von Vertraulichkeit. So als würden Sie sich dagegen sperren. Wenn Sie ein echter Bewerber wären, dann würden Sie sich doch nicht so anstellen. Ich meine, ein gemeinsames Vorstellungsgespräch. Aber bitte, gerne. Verstehen Sie, was ich meine? Irgendetwas stimmt da nicht. Bei Ihnen stimmt was nicht. Sie sind es, mein Freund. Da gibt es für mich keinen Zweifel mehr. Ich könnte Ihnen eine Menge Gründe nennen, um Sie davon zu überzeugen, dass ich recht habe. Das tue ich aber nicht. Wenn Sie sich irren wollen, bitte! Er könnte uns eine Menge Gründe nennen. Er tut das aber nicht. Weil ich nicht will. Ich bin sowieso schon viel zu gut mit Ihnen gewesen. Ich hätte warten sollen, bis die 10 Minuten rum sind. Sie hätten versagt und ich wäre mit meiner Lösung rausgekommen. Haben Sie nicht gesagt, wir müssen zusammenarbeiten? Ja, wir haben noch... aus, vorbei. Wir müssen uns entscheiden. Also,
Ich schließe mich ihm an. Wir vier sind echt. Ja, Ihre Meinung kennen wir ja. Also ich sage, er ist es. Enrique Font, angenehm. Ich glaube Ihnen nicht, dass Sie so heißen. Es ist noch Sie. Ich weiß es nicht. Ich bin mir nicht sicher. Zögere nicht so lange. Das kommt nicht gut. Man beobachtet uns. Okay, ich sage auch, es ist Enrique Font. Ja. Und was jetzt? Enrique Font. Auf dem Umschlag steht Ihr Name. Lesen Sie laut, Mensch. Und wer hat recht? Nein, ich kann nicht. Was steht drin? Ja, wer hat gewonnen? Das steht nicht drin. Ja, steht hier nichts drin. Nichts darüber. Das kann nur heißen, dass er und ich recht hatten. Wir sind alle echt. Sie beide sind wohl gerade dabei zu verlieren. Was müssen Sie jetzt machen? Ich weiß es nicht. Was steht denn auf dem Zettel? Sie bitten mich... Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ja, Sie wissen es nicht. Haben Sie es nicht verstanden? Doch, verstanden habe ich es schon. Was denn dann? Also gut. Ich versuch's. Letztes Jahr hat sich meine Frau von mir getrennt. Das hatte ich nicht von ihr erwartet. Nie im Leben hätte ich das von ihr erwartet. Dann bin ich depressiv geworden. Was reden Sie da? Ja, komm, lass Sie doch. Meine Frau hat mitbekommen. Na gut, der Grund spielt keine Rolle. Ich habe zwei kleine Kinder, sie hat sie mitgenommen. Die Trennung war schwer, wie jede Trennung, vermutlich. Und dann kam der Moment, da bin ich ausgerastet. Ich hatte das Gefühl, alles, was ich anfasse, geht kaputt. Sie müssen wissen, meine Frau und ich, wir waren glücklich. Ich, im Ernst, ich weiß, alle sagen das, aber bei uns war es wirklich so. Wir waren glücklich. Das hat sie selber zugegeben. Und dann, plötzlich war ich allein in einer Mietwohnung. Ohne, ich habe nur wenige Freunde und konnte mit niemandem reden. Ich zog mich immer weiter zurück. Ja, entschuldigen, aber bevor Sie uns weiter diese hübsche kleine Geschichte erzählen, könnten Sie uns bitte verraten, was dieses Psychodrama soll? Einfach, damit wir Bescheid wissen, ja? Sie werden es gleich erfahren, aber zuerst muss ich Ihnen noch etwas erzählen. Kennen Sie die Welt der Chats? Internet und so. Ich habe angefangen rumzuchatten, um mit jemandem zu reden. Ich habe mich mit einem Mädchen getroffen, aus dem Chat meine ich. Wir haben einen Kaffee zusammen getrunken. Das war's. Wir haben geredet. Ich, der seit ewigen Zeit mit niemandem mehr geredet hat. Sie war sehr hübsch. Dann ist sie mit zu mir gekommen. Ich hatte Lust. Nicht, dass ich Lust gehabt hätte, sie zu... Ah! Was ich sagen will, ich war komplett außer mir. Als wir dann in meine Wohnung kamen, zückte sie einen Revolver und bedrohte mich. Ein Revolver? Ja. Dann kam mein Mann und zusammen haben sie meine Wohnung komplett ausgeräumt. Wollen Sie uns auf den Arm nehmen? Ja, die ganze Zeit schon. Und dann schleppten sie mich zu mehreren Geldautomaten und mit der Karte haben sie alles abgeräumt. Ich erzähle Ihnen das zum ersten Mal, weil ich will, dass Sie verstehen, dass mir das den letzten Rest gegeben hat. Von da ab habe ich die Kontrolle verloren. Sie haben die Kontrolle verloren? Worüber denn? Wovon zum Teufel sprechen Sie eigentlich? Mir ging es immer schlechter. Der Arzt wollte mich krank schreiben, aber ich wollte nicht. Meine Firma war dabei, im Ausland eine neue Fabrik zu eröffnen. Ich hatte schon 2 Jahre lang daran gearbeitet, den Markt in diesem anderen Land zu erschließen. Aber vielleicht hätte ich doch auf den Arzt hören sollen, denn meine Leistungen wurden immer schwächer, das muss ich zugeben.
Ich muss Entscheidungen treffen. Ich habe große Summen investiert. Ich habe Fehler gemacht. Ich habe eine ortsansässige Firma beauftragt. Und gut, die Sache lief nicht so wie geplant. Und nach all dem müssen meine Vorgesetzten nun entscheiden, wie es mit mir weitergehen soll. Und jetzt komme ich zu dem Punkt, der Sie interessiert. Stellen Sie sich vor, Sie sind von meiner Firma und müssen diese Entscheidung treffen. Das ist die Aufgabe. Sie müssen entscheiden, ob ich bei dem Projekt im Ausland weiterarbeiten soll, ob Sie mich in eine andere Abteilung versetzen sollen oder ob Sie mich vielleicht ganz loswerden, mich entlassen wollen. Wir? Ja. Das ist die Aufgabe. Ja. Ja, aber ist der Fall theoretisch oder ist der echt? Was spielt das für eine Rolle? Ich wüsste einfach gerne mal, wer Sie eigentlich sind, ja? Sind Sie ein Bewerber oder sind Sie von der Firma hier? Was okay, kommen Sie. Fangen wir an. Was Sie uns erzählt haben, reicht noch lange nicht aus, um eine Entscheidung treffen zu können. Wenn dann fragen Sie... Dieses sogenannte Auswahlverfahren ist doch scheiße. Ich fange an. Warum hat sie ihre Frau verlassen? Darauf antworte ich nicht. Haben Sie nicht gesagt, wir sollen fragen? Ja, aber das heißt nicht, dass ich alles beantworte. Wenn das schon so anfängt, ja, dann wird das nichts. Das ist völlig unwichtig, warum sie mich verlassen hat. Okay. Aber wir sollen die Entscheidung treffen, oder nicht? Also haben auch wir zu befinden, was wichtig ist und was nicht. Ah, da hat Ihnen schon genug Elend aus meinem Leben erzählt. Da haben Sie allerdings recht. Also das mit der Kleinen vom Chat kann einem ja wirklich leid tun, Sie Arme. Schlüpfen wir in unsere Rolle, spielen wir den Fall professionell durch. Ja, aber das versuche ich ja. Deshalb frage ich, was ich frage. Als Ihr Vorgesetzter in der Firma, denn der bin ich jetzt, muss ich doch offen mit Ihnen reden dürfen. Wenn Sie nicht antworten wollen, gut, dann antworten Sie nicht. Ich kann Sie nicht dazu zwingen. Aber wenn Sie Ihre Arbeit behalten wollen, dann rate ich Ihnen, ein Minimum an Aufrichtigkeit zu zeigen. Ja? Und wenn Sie nicht mitmachen, dann stehen Sie ruckzuck wieder auf der Straße und die Abfindung, die ich Ihnen zahlen muss, die kümmert mich einen Scheiß! Ist das jetzt klar? Ja gut, also, dann spielen wir. Aber er hat schon recht. Was soll es uns denn interessieren, warum ihn seine Frau verlassen hat? Ich meine, vielleicht ist er eher langweilig geworden, hm? Oder sie ist mit einem Neger durchgebrannt, weiß der Teufel. Aber Sie können mir sicher sagen, warum wir das wissen sollen, ja? Ja, mich würde das schon interessieren. Ich möchte die privaten Gründe für seine Schwierigkeiten erfahren. Denn solche Konflikte können sich, je nachdem wie sie aussehen, auf die Arbeitsleistung auswirken. Oh, das sind klare Worte. Man merkt, dass Sie auf eine Privatuni waren. Meine Frau hat rausbekommen, dass ich eine Affäre hatte. Sie? Ja. Ich glaube ihm überhaupt nichts mehr. Ob es stimmt oder nicht, ist egal. Wir müssen mit den Daten arbeiten, die er uns gibt. Mit wem hatten Sie die Affäre? Mit einer Sachbearbeiterin aus der Firma. Mit einer Sachbearbeiterin? Oh, Maja. Das ist ja wie aus einer Vorabendserie. Von mir aus braucht er nicht mehr weiterzureden. Der Typ kann uns nicht. Wir schmeißen ihn raus. Na komm, so einfach ist es nicht. Er ist gut. Bis vor kurzem hat er immer gut gearbeitet. Das stimmt doch, oder? Ja, glaube ich schon. Wenn wir ihn feuern, finden wir vielleicht nicht so leicht jemanden mit seinem Profil. Wir sollten die Sache nicht überstürzen. Und diese Affäre mit der Sachbearbeiterin, was ist damit? Ist es aus oder nicht? Es ist schon lange aus. Gut. Besser so. Und die Trennung von Ihrer Frau, haben Sie die überwunden? Ich weiß nicht. Ich denke viel an Sie, immer noch. Er denkt viel an Sie. Der Typ kann mir ja aufrichtig leid tun. Aber ehrlich, für die Sache, die uns hier beschäftigt, ist mir das scheißegal. Ja? Hat was mit einer Tussi aus der Firma angefangen, blöd. Frau hat's rausgekriegt, noch blöder. Dann kam die Depression und hat angefangen, auf der Arbeit Scheiße zu bauen. Der Punkt ist, er hat sich hängen lassen. Und wir werden uns doch nicht bequem, hier rumzuwarten und Däumchen zu drehen, bis der Herr sich wieder berappelt, ja? Und wenn wir ihn beurlauben? Beurlauben? Jetzt, wo wir in Theater irgendwo im Ausland auf dem Markt sollen. Nein, nein, nein. Der Herr
hier hat uns ein Riesengeschäft versorgt. Ja? Hat uns eine große Stange Geld gekostet und Sie wollen ihm auch noch Urlaub geben. Sind wir ein Unternehmen oder die Karte? Okay, einverstanden. Im Moment ist es wahrscheinlich besser, wenn jemand anderes seine Arbeit macht. Wenn er aus der Depression raus ist, kriegt er seinen Posten wieder. Er hat sich als Angestellter verdient gemacht. Er hat uns Geld angebracht. Bisher auf jeden Fall. Also ich finde, er hat noch eine Chance verdient. Dieses Hin und Her, noch eine Chance. So was gibt es bei mir nicht. Entweder man bringt seine Sache oder man bringt sie nicht. Ja, so einfach ist das. Jeder von uns hat mal eine schlechte Phase. Wenn man uns für jede Krise rauswerfen würde, würden nur noch Maschinen arbeiten. Das sagt ja viel aus über Sie. Also ich hatte noch nie so eine Krise, ja? Und wenn ich eine hätte, dann würde an der Arbeit niemand was davon mitkriegen. Mit der Arbeit ist es so ein bisschen wie mit dem Clown im Zirkus. Man kommt rein, man malt sich das Gesicht an und dann spielt man seine Rolle. Mal ist man mehr der Nette, mal mehr der fiese Typ. Wer das nicht bringt, kann einpacken. Sie haben Leute unter sich, oder? Das ist selbstverständlich. Die müssen Sie ja lieben. Lieben sollen Sie Ihre Frauen und Ihre Kinder. Solange Sie Ihre Arbeit gut machen, können Sie von mir aus in der Nacht Voodoo-Tänze aufführen. Kommen wir doch noch einmal zu Ihnen. Sagen Sie, wie war eigentlich diese Sachbearbeiterin? Wie meinen Sie das? Naja, was hatte sie, damit Sie mit ihr was angefangen haben? Jetzt aber! Was wird sie denn gehabt haben, um Gottes Willen? Zwei Titten und Arsch wie Jete! Was sind denn das für Fragen? Ja, das sind meine Fragen. Ja, dann fragen Sie doch gleich auch noch, welches Deo diese Kuh benutzt hat. Das hat sicher auch Auswirkungen auf die Arbeitsleistung. Ich will doch nur wissen, ob sie Ihnen noch durch den Kopf geht. Wie sehen Sie sich selbst? Geht es Ihnen gut? Haben Sie die Sache überwunden? Toll. Wenn ich derjenige wäre, der die Sache, der die Geschichte erzählt hätte, wie würden Sie reagieren? Das ist hier nicht die Frage. Na und? Hier hat jeder seine Rolle, darauf lasse ich mich nicht ein. Ja, dann kämpfen Sie doch wenigstens. Wir müssen entscheiden, ob Sie bleiben sollen oder nicht. Und Sie nehmen eine Haltung ein, als gäbe Sie das alles nicht an. Als würden Sie es darauf anlegen, dass wir Sie entlassen. Wollen Sie in der Firma bleiben oder nicht? Schon. Ha, was für eine Begeisterung. Mercedes hat recht. Ich weiß auch nichts. Sagen Sie uns, dass Sie Ihre Krise überwinden wollen, dass Ihr Privatleben nicht noch einmal in die Arbeit hineinfunken soll. Was weiß ich, aber bitte teilen Sie sich. Also, ich habe Ihnen meine Situation so offen wie ich kann erklärt. Mehr kann ich nicht tun. Ich habe mich doch verteidigt auf meine Art. Naja, für mich ist Ihre Art eine Scheißart. Wissen Sie, was ich mir wünsche? Dass das hier kein Spiel wäre. Dass ich Sie, Jammerlappen, in Wirklichkeit rauswerfen kann. Da hatte ich echt Lust drauf. Oh, Moment mal. Oh, Moment. Ich hab's. Das ist gelogen. Alles, was er uns erzählt hat, ist gelogen. Er ist eingeschlossen. Ganz bestimmt. Denken Sie doch, wie kann es denn sein, dass er nicht schon längst rausgeflogen ist? Vorhin, als er gekommen ist, am Anfang. Da hat er mir auch gesagt, dass er noch nie in einem multinationalen Konzern gearbeitet hat und jetzt plötzlich tischt er uns diese Geschichte auf, dass er irgendwo im Ausland für seine Firma einen Markt erschließen soll. Also entweder hat er vorher gelogen oder er lügt jetzt. Tatsache ist, er hat gelogen. Ich habe nicht gelogen, ich habe noch nie in einem multinationalen Konzern gearbeitet. Das ist das erste Mal, dass meine Firma im Ausland auf den Markt geht. Ja, ja, das biegen Sie sich jetzt wieder so zurecht. Ich hatte von Anfang an recht. Er ist hier von der Firma. Das stimmt nicht. Ich versichere es Ihnen. Zählen Sie das alte nicht! Aber was heißt, ich kann das Spiel auch weiter mitspielen. Wir sollen entscheiden, ob wir ihn nach dieser hübschen Geschichte entlassen wollen. Ich bin dafür. Ich sage, wir entlassen ihn. Und zwar ohne schlechtes Gewissen. Probleme zu Hause sind eine Sache, ja. Aber die Arbeit ist eine ganz andere. Wer das nicht auseinanderhalten kann, der hat verschissen. Vorhin haben Sie mich gefragt, was ich in einer Situation wie der meinen tun würde. Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Aber einmal musste ich eine ganz ähnliche Entscheidung treffen. Ich habe einen guten Mitarbeiter entlassen, der eine Depression hatte. Und ihm gesagt, wenn er seine Probleme überwunden hätte, könnte er sich wieder bei mir melden. Das hat er aber nie getan. Warum sollte er sich denn wieder bei ihm melden? Damit er die nächste Depression kriegt, oder was? Sagen Sie mal, wenn
Wenn Sie denken, dass er zwischen uns die Auswahl trifft, treiben Sie es da nicht ein bisschen zu weit? Was? Sie haben doch alle einen Knall. Da irren Sie sich aber ganz gewaltig. Eine Frage. Glauben Sie, Sie sind den vielfältigen Problemen, denen wir uns in diesem neuen Markt stellen müssen, gewachsen? Ich glaube schon. Ich kenne die Probleme. Wir müssen die Zusammenarbeit mit den Firmen dort unten kündigen, auch wenn uns das viel Geld kostet und das ganze Projekt wieder selbst in die Hand nehmen. Am Anfang haben wir alle geglaubt, es wäre ideal, mit Leuten vor Ort zu arbeiten, die den Markt schon kennen. Aber das war ein Fehler. Unser Produkt ist gut. Mixgetränke aus. Was sagen wir? Wir haben keine Konkurrenz. Wir brauchen nur ein paar Leute runterzuschicken, die den Markt bearbeiten. Und ich fahre mit, um die Sache zu koordinieren, solange das notwendig ist. Und Ihre Kinder? Die werde ich vermissen. Aber vielleicht tut es mir ganz gut, mal eine Weile Abstand zu nehmen. Also mich hat er überzeugt. Er soll bleiben und seine Arbeit weitermachen. Er soll bleiben? Er kennt das Projekt am besten. Und außerdem, da ist noch etwas anderes. Überlegen Sie, was es für einen Eindruck bei den übrigen Angestellten machen würde, wenn wir jemanden aus privaten Gründen entlassen. Ich glaube, es ist besser, ihn zu unterstützen. Ja, ich bin auch dafür, dass er bleibt. Das nennen Sie professionell eine Entscheidung treffen. Das ist ja wohl die Höhe. Ja, und wir können ihm notfalls immer noch jemanden zur Seite stellen, der ihm unter die Arme greift. Bekloppt! Viel zu viel Trara um einen, der es verkackt hat. Die Idee ist gut. Wir schicken jemanden mit, der sich in das Projekt einarbeiten soll. Und wenn wir merken, dass es nicht klappt, können wir immer noch umdisponieren und ihn zurückholen. Und gleichzeitig hätten wir schon einen Nachfolger. Ja, wir geben ihm einen zweiten Anlauf und sichern uns ab. Das ist bescheuert. Rausgeschmissenes Geld. Ich würde ihn entlassen, und zwar auf der Stelle. Aber gut, Sie sind zwei gegen einen. Sie haben gewonnen. So funktioniert Demokratie, nicht wahr? Beschlossen. Wir entlassen ihn nicht. Sie steht dazu? Ja. Das war leichter, als ich gedacht habe. Ich sollte erreichen, dass Sie mich nicht entlassen. Das war die Aufgabe. Sie war für mich. Sie müssen sehr ein Arschloch sein. Die Geschichte von einer Frau, die sich getrennt hat, ist ja nicht wahr. Ja. Und ist Ihnen das in der Lebensmittelfirma auch wirklich passiert? Ja. Und, was hat man gemacht? Hat man Sie gefeuert? Hey, man hat mich beurlaubt und das nutze ich jetzt aus. Tja, Moment, das mit der Kleinen und dem Überfall. Das ist Ihnen auch passiert. Ah, ja und nein. Ich habe ein bisschen dicker aufgetragen. Ich dachte, das wird Sie gnädiger stimmen. Aber im Ernst, ich bin von diesem Auswahlverfahren hier begeistert. Ich finde es genial. Meine Glückwünsche an Sie. Nicht nur ein Arschloch, auch ein Schleim. Ja. Was sagen Sie? Nichts. Gar nicht. Jetzt kommt dann sicher gleich wieder ein Umschlag. Sie werden es nicht glauben. Setzen Sie sich die Hüte auf, dann öffnen Sie den Umschlag. Wir sollen uns diese Hüte aufsetzen. Ja, aber wozu? Also bitte. Das steht sicher in dem Umschlag, aber zuerst müssen wir sie uns aufsetzen. Irgendeine? Ja, scheint so. Surrealistisch. Ich finde das surrealistisch. Überlegen wir nicht länger. Also meines Wissens, ja? Falls wir uns irgendwo begegnen sollten in Zukunft, dann tun wir bitte so, als sei das hier nie gewesen, ja? Ich lese, ja? Ah, sehr gut. Das habe ich schon mal gespielt. Machen Sie schon. Sie sind die einzigen Passagiere an Bord eines Flugzeugs, das in Flammen steht und gleich explodieren wird. Ein Clown, ein Torero, ein Bischof und ein Politiker. Sie haben nur einen Fallschirm. Legen Sie vor Ihren Mitstreitern dar, warum ausgerechnet Ihre Figur es verdient, den Fallschirm zu bekommen und gerettet zu werden.
Das ist sehr gut. Das habe ich schon mal auf einer Fortbildung gespielt. Mich erinnert das an diese Witze, die immer so anfangen. Ein Spanier, ein Deutscher und ein Franzose, die... Ah, den Witz kenne ich. Der ist gut. Ja? Aber was wir hier diskutieren sollen, ist die Frage, wer von uns am Leben bleiben darf, wer die wichtigste Person in der Welt ist. Ja, da sehe ich als Torero alt aus. Entschuldigung. Ja, ich will Sie ja nicht unterbrechen, aber schauen wir uns doch bitte diese Situation noch einmal in Ruhe an, ja? Wir bewerben uns hier für einen hohen Managerposten in einem der weltweit größten Unternehmen. Ja, schauen Sie sich doch bitte alle mal an. Ja, was ist? Ah, nichts. Es ist nichts. Wahrscheinlich noch nicht das Problem. Machen wir weiter. Wie machen wir es? Zuerst darf jeder reden und dann diskutieren wir? Ja. Darf ich vorher noch was vorschlagen? Unter uns ist ein Bischof. Ein Mann Gottes. Ein Mann, der an das Leben nach dem Tod glaubt und der außerdem Nächstenliebe predigt und nur daran denkt, Gutes zu tun. Ich schlage vor, dass er sich freiwillig für die anderen drei opfert und auf den Fallschirm verzichtet. Haben Sie doch nicht alle was? Ich denke gar nicht dran, mich zu opfern, schon gar nicht mehr Gott, ja? Naja, Witz. Sie sind ja auch klar. Fangen wir an. Losen wir? Ja. Also von mir aus fange ich an. Ja, los. Ich will keinen Ihrer Berufe geringschätzen. Der Politiker setzt sich für das Wohl des Volkes ein. Der Bischof befasst sich mit dem Geistesleben der Menschen. Der Torero... Gut, der Torero. Ich bin Künstler? Ah, gut, egal. Auf jeden Fall steht fest, dass ich, der Clown, eine der edelsten und nützlichsten Aufgaben in der Gesellschaft erfülle. Ich bringe die Menschen... zum Lachen. Ja, also wenn es darum geht, hat auch der Politiker... Überlegen Sie, wenn ich einem Kind ein Lächeln entlocke, dann schenke ich ihm einen Augenblick des Glücks, den nur ich ihm gebe. Gibt es etwas Wichtigeres als ein Kinderlächeln? Mir kommen die Tränen. Ich streite das gar nicht ab. Ich streite gar nicht ab, wie wichtig es ist. Aber vor dem Lächeln müssen wir für das Wohlbefinden dieses Kindes sorgen. Für gute Schulen, wo es lernen kann. Für gute Krankenhäuser, wenn es einmal krank ist. Wir müssen diesem Kind eine Zukunft geben. Kinder müssen lächeln können, gewiss. Aber damit sie das können, brauchen sie eine Gesellschaft, die sie beschützt, die ihnen und ihren Eltern Sicherheit gewährt. Schlafen Sie nicht rum, Mensch, das Flugzeug stürzt ab. Ich weiß, Politiker haben heutzutage keinen guten Ruf. Aber ohne uns, ohne mich, könnte der Clown die Kinder nicht zum Lachen bringen. Der Torero könnte nicht kämpfen und auch der Bischof. Ja, auch der Bischof hätte keinen Zulauf, denn... Die Leute kümmern sich erst um die Rettung ihrer Seele, wenn der Bauch voll ist. Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral. Bertolt Brecht. Aus all diesen Gründen glaube ich, dass ich, der Politiker, gerettet werden muss. Jetzt ich. Okay. Gut, also... Ich bin Torero. Ja, Sie werden jetzt vielleicht denken, auf einen Torero mehr oder weniger in der Welt kommt es nicht an. Nein, da liegen Sie ganz falsch. Ein Torero ist ein... Ein Torero hat eine... Ein Torero setzt jeden Nachmittag sein Leben aufs Spiel. Sie wissen nicht, wie das ist. Sie haben sich noch nie vor einen Stier gestellt. Ich schon. Wir Toreros, wir müssen die... Wenn ein Torero die Arena betritt, betet seine Mutter für ihn, betet seine Frau, beten seine Kinder. Wofür beten sie? Für den Torero. Denken Sie doch nur mal an das Gedicht von Garcia Lorca, an die Verse, in denen er beschreibt, wie...
Tut mir leid. Mir fällt einfach nichts ein. Da gibt es nichts zu verteidigen. Mir bleibt also nichts anderes übrig, als eine Torero-würdige Handlung einzunehmen. Bitte. Nehmen Sie ruhig den Falschen. Mir macht der Tod nichts aus. Olé! Los, jetzt sind Sie dran. Ja, ich bin dran. Meine Brüder und Schwestern, wir sind heute hier zusammengekommen, um... Was ich Ihnen sagen will, als ich mich für diesen renommierten Posten bei Dekia beworben habe, hätte ich mir nie zu träumen gewagt, dass ich als Bischof in einem brennenden Flugzeug enden würde. Aber die göttliche Vorsehung ist da eigen. Und die Wege des Herrn sind unergründlich. Entschuldigung. Ah, ja, hört zu. Ja, hallo, was ist? Oh. Ich warte, bis sie fertig ist, ja? Ja, Mann. Wie geht ihr? Ja, was sagt der Arzt? Ja, ich komme natürlich, aber jetzt bin ich mitten in meiner Sitzung. Da hast du eben nicht gerade gesagt, das ist nicht ernst, Clara, um Gottes Willen. Wir haben sie schon zigmal eingeliefert. Das wird doch... Hey, red nicht so mit mir. Du hast mir überhaupt nichts vorzuschreiben. Ich tue meine Pflicht, wie ich es immer getan habe. Niemand, und das gilt auch für dich, soll mich hier Vorträge halten, wie man... ich muss aufhören. Ja, ich komme sehr bald. Ich kann. Okay, tschüss. Gibt es ein Problem? Nein. Hat man Ihnen gesagt, wie lange das hier dauern soll? Nein. Okay, machen wir weiter. Ja, los. Kommen Sie zum Ende. Ich komme zum Ende. Meine Brüder und Schwestern, in der Situation, in der wir uns hier in diesem Flugzeug befinden, müssen wir dazu in der Lage sein und bereit, drastische Entscheidungen zu treffen. Ich werde nun also in aller Ruhe, seelenruhig, nach hinten gehen, mir den Fallschirm nehmen, ihn mir umschnallen und dann damit aus dem Flugzeug springen. Und falls einer von Ihnen versuchen sollte, mich daran zu hindern, erreicht er damit lediglich, dass er vor mir das Flugzeug verlässt. Ohne Fallschirm, versteht Sie? Hey, Sie müssen das hier ernst nehmen. Oh, ich meine das im Ernst. Todernst sogar. Versuchen Sie nicht, sich dem Willen der Kirche zu widersetzen. Wir sind stärker, als Sie glauben. Zwingen Sie mich nicht zur Gewalt. Bleiben Sie im Flugzeug, dann haben Sie vielleicht noch eine Chance. Sie können versuchen, mit Gottes Hilfe die Flammen zu löschen. Oder Sie schicken diese graue Frau ans Steuer, sie soll eine Notlandung versuchen. Auf jeden Fall können Sie beruhigt sein. Ich als Experte auf dem Gebiet sichere jedem von Ihnen das ewige Leben nach dem Tod zu. Gut, ich denke, das war's. Mehr gibt es, glaube ich, dazu nicht zu sagen. Ich gehe. Auf Wiedersehen. Sie Spielverderberin, das können Sie doch nicht machen. Oh, ich kann Sie nicht mehr hören. Ich falle! Sie haben uns reingelegt. Oh, wenn Sie nicht bereit sind, die Regeln hier einzuhalten, dann, ja, aber gut, wenn Sie meinen. Und jetzt? Ich weiß nicht. Ist alles in Ordnung ja, bei Ihnen? Ja, es geht um meine Mutter. Ich habe unabhängig Ihr Gespräch mit angehört. Ja, es geht um meine Mutter. Ihr Zustand ist nicht so stabil. Nichts Ernstes. In diesem Fall werden die Leute hier sicher Verständnis zeigen. Nein, es ist wirklich nichts. Ich rufe später an. Es steht nichts drauf. Mal sehen. Thank you.
Verdammte Scheiße. Aber das ist ja... Wir haben doch überhaupt kein Recht. Was ist das? Ja, was sagt er? Müssen wir jetzt einen Song vortragen, oder was? Nein, ich weigere mich, das zu lesen. Warum? Was hier steht, geht niemandem etwas an, weder Sie hier noch irgendjemand in der Firma. Ich fasse es nicht. Was kann ich das auslesen wollen? Was sollen wir denn machen? Ja, jetzt stellen Sie sich doch nicht so an. Was heißt hier nicht so anstellen? Sowas geht einfach nicht. So läuft das Spiel. Die Regeln hat man uns klar erklärt, ja? Wenn Sie nicht lesen wollen, dann müssen Sie gehen. Sollen Sie einem meinetwegen diese albernen Aufgaben stellen? Ja, aber das hier geht echt zu weit. Beim Privatleben geht niemandem etwas an. Bei mir wollen Sie auch persönlich und ich habe es mitgemacht. Wenn Sie es nicht mitmachen wollen, dann gehen Sie. Das ist doch ganz etwas anderes! Verdammt! Ja, das müssen Sie wissen. Entweder Sie lesen, ja? Oder Sie gehen. Vermutlich dürfen wir uns die Hüte jetzt wieder absetzen, ja? Hey, Carlos. Was? Der Hut. Los, komm schon, wir wollen nicht den ganzen Tag hier bleiben. Ja, vielleicht hast du recht. Im Grunde ist es ja nicht so, wie ich mich schämen müsste oder verstecken oder so. Und irgendwann sieht es ja sowieso jeder. Also würde ich ihn sehen. Carlos Bueno hat eine Hormonbehandlung begonnen, an deren Ende eine Operation zur Geschlechtsumwandlung stehen soll. Entscheiden Sie, ob er ein geeigneter Kandidat für unser Unternehmen ist. Wenn Sie zu dem Schluss kommen, dass er das Profil der ausgeschriebenen Stellen nicht erfüllt, schaltet Carlos Bueno aus dem Auswahlverfahren aus. Das war's. Carlos? Was? Ja, was du da gerade vorgelesen hast, das ist doch... Ist die überraschend? Aber das ist doch nicht wahr. Doch, ist es. Du willst dein Geschlecht umwandeln? Ja. Entschuldigung, aber das ist... Ja, verzeihung. Das ist ja wirklich... ich bin sprachlos. Es passiert mir ganz selten, aber ich muss zugeben, ich bin sprachlos. Ich verstehe einfach nicht, wie die das herausgefunden haben. Ich kann mir das nicht erklären. Aber das ist doch nicht dein Ernst. Doch, ist es. Vor einigen Monaten erst habe ich beschlossen, es anzugehen. Und vor einigen Wochen habe ich mit der Hormonbehandlung angefangen. Ja, nein, Moment. Also, verstehe ich das richtig? Ihnen wachsen in ein paar Wochen Titten. Und dann kriegen Sie eine Kanarienvogelstimme und... Und am Ende schneiden Sie sich noch den Schniedel ab, oder was? Nicht ganz so, aber im Großen und Ganzen ja. Ich lasse mich operieren und ich werde eine Frau sein. Also in Wirklichkeit bin ich schon eine. Gott, die Leute sind ja hammerhart drauf. Also, in Ihrem Fall ist es nicht wirklich hart, aber... Ja, dann macht es doch Sinn, dass Sie auf Stellensuche sind. Die bei Opus, die bei Raventhal, ja, die sind doch alle Opus Dei. Ha, durch und durch. Die schmeißen Sie doch raus, bevor Sie den ersten Slip kaufen können. Da hast du wieder Arbeit. Und Sie haben denen nichts gesagt? Nein, warum? Ach, nur so, aber nein, Sie haben schon recht, das ist überhaupt nicht wichtig. Ne? Hat auf Ihre Arbeit gar keinen Einfluss. Dekia nimmt als neuen Marketingdirektor einen Typen namens Carlos unter Vertrag und nach ein paar Monaten wird aus Carlos eben Carlotta. Ganz normal. Aber schauen Sie doch, das ist doch ein bisschen, sehen Sie, also im Grunde genommen ist, hören Sie mal, das ist doch einfach Beschiss! Ach, warum denn? Ich dachte, ich sage es Ihnen, wenn ich die Stelle habe, nicht vorher. Ich will ja nicht, dass Ihre Wahl davon beeinflusst wird. Und wenn man Sie dann unter Vertrag genommen hat, dann kommen Sie mit Ihrer hübschen kleinen Überraschung. Hm? Und wenn man Sie dann rausschmeißt, dann gehen Sie vor Gericht. So haben Sie sich das gedacht. Ich bitte Sie. Ja, so läuft das doch heutzutage. Hm? Politisch korrekt. Alle sind lieb miteinander. Da hätten Sie ein hübsches Zimmchen rausschlagen können. Sie haben so viele Filme gesehen. Carlos, was? Das kann nicht wahr sein. Komm, in der Uni hast du doch dauernd nur Frauen abgeschleppt. Ja, weil ich mich nicht akzeptiert habe, wie ich bin. Carlos, bitte. Das ist einfach nicht wahr. Ich meine, ja, und ich damals in der Uni, ja. Mensch, ich hatte
hatte nicht den Eindruck, dass du Probleme mit deiner sexuellen Identität hast. Es war ja... Du weißt ja schon, was ich sagen will. Es war ja normal. Es war mehr als normal. Das war mein Versuch, das offenkundig zu leugnen. Verzeihung. Also das überfordert mich jetzt. Ich will Ihnen ja nicht zu nahe treten, aber wie wollen Sie denn jetzt eigentlich genannt werden? Carlos? Ja. Sagen Sie ruhig Carlos. Also. Carlos Brink, Sie können sich doch nicht ernsthaft für einen Managerposten bewerben und gleichzeitig Ihre Aufnahmeprüfung als Transe absolvieren. Das ist doch abartig. Eine Transe ist etwas anderes. Ja, von mir aus, Zuckerbubbe. Ja, Sie denken jetzt wahrscheinlich alle, ich bin hier von der Firma, ja? Und ich versuche lediglich, mich in die Lage der Leute hier zu versetzen. Und mir zieht's die Schuhe aus. Ja, aber sollen wir doch auch uns in Ihre Lage versetzen. Ja, da bin ich schon dabei. Und ich bin dankbar dafür, dass ich eine so effizient arbeitende Personalabteilung habe, die das alles aufgedeckt hat, bevor er dem Unternehmen Schaden konnte. Wie denn dem Unternehmen Schaden? Jetzt denken Sie doch mal selber, Mensch. In der Stellenanzeige stand nicht zu irgendwelchen Einschränkungen, was das Geschlecht angeht. Was hätten Sie denn Ihrer Meinung nach in die Anzeige schreiben sollen? Marketingdirektor gesucht. Keine Transen. Lese ich aber noch einmal Transen zu mir. Wie soll ich denn dann zu Ihnen sagen? Wenn schon, dann transsexueller. Aber am besten ist es, man versieht die Leute überhaupt nicht mit einem Etikett. Also, passen Sie auf. Werden Sie Paradiesvogel, wenn es Ihnen gefällt, ja? Seien Sie Transe. Oder Transvestit, oder Transsexueller, oder Transatlantischer, ganz wie Sie wollen. Aber ich sage es Ihnen noch einmal. Sie können sich nicht allen Ernstes für so eine Stelle bewerben und gleichzeitig so etwas verheimlichen. Das geht nicht. Also wenn Sie nicht wissen, ob Sie Männlein oder Weiblein sind, ja, dann geht in Ihrem Hirn schon einiges drunter und drüber. Ich gebe Ihnen mal einen guten Rat. Holen Sie sich einen Werkzeugkasten, bei Ihnen ist doch eine Schraube locker. Das finden Sie wohl witzig. Was? Ich sage es Ihnen ein letztes Mal. Noch eine Respektlosigkeit und ich hau Ihnen eine rein, dass Sie Ihre Eier als Krawatte tragen können. Und mir ist es scheißegal, was ich hier für einen Eindruck mache. Feminin. Was macht ihr da? Hallo, wer denn? Wenn ich aufhöre, dann mach ich immer neu. Beruhigen Sie sich. Sie haben ein Problem. Das hier braucht gar keinen Sinn, Sie, Herr Lindhoff. Ich muss mir nicht alles gefallen lassen. Ein Lakritz-Bonbon. Seien Sie bloß froh, dass ich keine Frauen schlage. Schluss jetzt! Okay. Also. Schauen wir uns die ganze Sache noch einmal an, ja? In seinem Fall haben wir beschlossen, ihn nicht zu entlassen. So weit, so gut. Vor allem Carlotta hier wird das gut finden. Aber in dem Fall jetzt brauchen wir gar nicht erst weiter zu diskutieren. Ach nein? Nein. Und auch ohne die ganzen chirurgischen Eingriffe zu bedenken, die noch auf Sie zukommen. Wer auf eine derart geringfügige Meinungsverschiedenheit so gewalttätig reagiert, ist für einen Managerposten vollkommen ungeeignet. Und wer die Menschen so verachtet wie Sie und seine Urteile nach seinen ganz persönlichen Vorurteilen und nicht nach objektiven Kriterien fällt, der ist erst recht ungeeignet. Ja? Der Fall ist schon schwieriger als meiner. Ja, dabei hätten Sie nach der Sache mit der Kleinen wirklich Grund gehabt, kein Mann mehr sein zu wollen. Die Frage, die wir hier diskutieren sollen, betrifft nur die Geschlechtsumwandlung. Die fachliche Eignung lassen wir mal ganz beiseite. Also, was soll ich sagen? Mir fällt es schwer, darüber zu reden. Aber wir müssen. Carlos ist ein Freund von mir. Ich mag ihn, aber ich kann einfach nicht glauben, dass das wahr sein soll. Macht nichts, das kommt schon mit der Zeit. Wir müssen bei unserer Diskussion alle Faktoren berücksichtigen. Nach dieser Operation, der Sie sich unterziehen wollen, werden Sie wohl lange Zeit krankgeschrieben sein? Nicht so lange. Ah. Ich hab's! Wir werden mal wieder betrogen! Ganz klar! Seine Aufgabe ist es zu erreichen, dass wir ihm das mit der Operation glauben. Er hat uns einfach irgendwas vorgelesen, Zettel wieder eingesteckt und baff, die Klappe ist zu. In Wirklichkeit stand auf einem Zettel, bringen Sie die anderen dazu, das mit der Geschlechtsumwandlung zu glauben. Aber wenn ich Ihnen sage, das ist die Wahrheit, das hier sehen Sie. Ich habe das Rezept mit den Medikamenten dabei.
Und hier ist die Telefonnummer von meinem Arzt. Ja, Sie können ihn gerne anrufen. Ja, der kann auch eingeweiht sein. Eingeweiht? Ach was, ich wusste doch nicht, dass man hier mit dieser Geschichte ankommt. Hier, das Rezept ist echt meins. Ihre Aufgabe kann von langer Hand geplant sein. Vielleicht hat jemand Ihnen gesagt, Sie sollen sich ein Alibi beschaffen. Alibi, also jetzt reicht's aber, ja? Wir befinden uns immer noch in einem Büro in der Castellana und nicht in einem Roman von Agatha Christie. Er sagt die Wahrheit. Ja, so unwahrscheinlich das auch klingt, er sagt die Wahrheit. Und woher wissen Sie das? Ja, hören Sie, auf dem Zettel stand, was er uns vorgelesen hat. Es war doch reiner Zufall, dass er ihn genommen hat. Das heißt also, wenn wir beschließen, dass er nicht die geeignete Person ist, dann muss er gehen? Das haben Sie doch gesagt, oder? So ist es. Wir schmeißen ihn raus und sind einer weniger. Ach nein! Die Leute hier müssen die Entscheidung treffen, nicht wir. Ja, das ist wirklich clever. So kann keiner behaupten, Deke hätte irgendjemanden diskriminiert oder so. Nein, nein, das sind ja wir gewesen. Ja. Also ich habe damit, wie gesagt, kein Problem. Ich kann einfach nicht glauben, dass diese Geschichte wahr sein soll. Und wenn wir ihn rauswerfen, dann werfen wir ihn raus für etwas, das gelogen war. Das verstehe ich einfach nicht. Warum willst du das denn nicht glauben, Mercedes? Ein Geschlechtsumwandlung ist heute nicht mehr so außergewöhnlich. Und es ist wissenschaftlich erwiesen, dass manche Menschen, Männer und Frauen in einem Körper stecken, der nicht zu ihnen gehört. Zuckerpuppe, Sie reden ja wie aus einem Lehrbuch. Also ich weiß nicht mehr, was Sie davon halten sollen. Lassen Sie mich in Frieden. Leute wie ich, die unter diesem Problem leiden, haben heutzutage die Möglichkeit, es zu lösen. Und ich versichere Ihnen, das ist kein einfacher Weg. Ich habe Jahre gebraucht, um zu dieser Entscheidung zu gelangen. Seit 6 Jahren bin ich beim Psychiater. Dann habe ich allen möglichen Tests unterzogen. Er hat mir schließlich zu der Operation geraten. Und wissen Sie was? So wichtig ist mir diese Stelle auch wieder nicht. Ich finde auch was anderes. Mir ist viel wichtiger, dass Sie mir glauben. Und dass Sie akzeptieren können, dass jemand sein Leben neu anfängt. Dass Sie das als etwas Normales sehen können. Herr Font, Sie haben Kinder, oder? Stellen Sie sich vor, Ihre Kinder ergeht es so. Wünschen Sie sich nicht, dass er ein normales Leben führen kann? Ja, es wird immer Leute wie ein Portal geben, die darüber lachen, die versuchen, einen lächerlich zu machen. Das ist unvermeidlich, aber du, das ist es. Du bist nicht so. Ich möchte, dass du meine Freundin bleibst. Das ist jetzt das Wichtigste für mich. Ich werde derselbe Mensch sein, nur ein bisschen glücklicher. Hoffentlich. Hilf mir. Was ist doch an mir, dass du mich nicht ablehnst? Du bitte nicht. Die beiden nehme ich sicher aber wenigstens gehen. Eine Frage, nur kurz, ja. Wenn Sie die da fertig weich gekocht haben, dann bearbeiten Sie das nächste Szenen, oder was? Nein, mit Ihnen rede ich nicht. Also was sagst du? Ich denke noch darüber nach. Ich rede aber mit Ihnen. Das, was Sie da betreiben, das ist die reine emotionale Erpressung. Sie kennen sie. Sie haben allem Anschein nach auch mal was mit ihr gehabt. Hm? Und jetzt versuchen Sie, sie rumzukriegen. Jetzt hören Sie mal gut zu. Ich lasse mich vor gar niemanden erpressen. Ich tue, was ich will. Und wenn wir eine Beziehung hatten, geht sie das einen Dreck an. Okay, schon gut. Carlos, wenn ich ehrlich sein soll, kann ich dieser Geschichte mit der Geschlechtsumwandlung immer noch nicht glauben. Aber wenn es wahr sein sollte und ich verantwortlich werde, mich anzustellen, dann würde ich es nicht tun. Na, großartig. Aber gut. Ich verstehe das. Das ist normal. Es tut mir leid. Entschuldigung. Ja, hallo? Sie beide brauchen ja gar nicht, das zu fragen. Na, was sollen wir machen? Niemand würde jemanden einstellen, der... Das ist zu riskant. Für was? Also ich würde sie nehmen. Zumindest auf Frist. Kann ja mal sehen, ob was Hübsches dabei rauskommt. Vielleicht die Frau meines Lebens. Sie Arsch. Ja, ich komme sofort. Ja, tschüss. Sieht so aus, als würde Ihre Ex die Fliege machen. Meine Mutter ist gestorben. Was sagst du da? Um Gottes Willen. Meine Mutter gestorben ist. Was ist passiert? Sie hatte in der Intensiv einen Herzinfarkt. Das tut mir leid. Es muss passiert sein, als wir hier gesessen und geredet haben. Meine Schwester wusste es auch nicht, wie ich. Soll ich mich begleiten? Nein, ich gehe auch. Glaubst du nicht, ich bin mit dem Auto da. Vielleicht ist es besser, wenn du nicht fährst. Nicht? Mir macht es nichts aus. Danke. Das tut mir leid. Ihnen? Ja, stellen Sie sich vor.
Einzige, was Sie jetzt denken, ist doch nun zwei Jäger. Okay, ich bin vielleicht manchmal ein bisschen fies, ja, aber so fies nicht. Die Leute werden in dieser Situation sicher Verständnis haben. Ja, aber man hat uns gesagt, das Wer geht, egal aus welchem Grund, der scheidet aus. Zum Glück müssen Sie das nicht entscheiden. Ja, nein, aber das hat man uns gesagt. Ich hoffe für Sie, dass man Sie nimmt. So ein Schwein wie Sie findet man nicht alle Tage. Hey, ich habe Ihre Mutter nicht umgebracht. Tja, was denn? Stimmt doch! Ich kann nichts dafür. Wer sind es? Komm, wir gehen. Ich bleibe. Was? Hab doch gesagt, ich bleibe. Mercedes! Sie ist tot. Wegen einer halben Stunde mehr oder weniger kommt sie nicht wieder. So was darfst du nicht sagen. Ich muss bleiben. Lass das mal eine Sache sein. Einverstanden? Sie und Ihre Mutter müssen ein sehr liebevolles Verhältnis gehabt haben. Ach, reden Sie doch, was Sie wollen. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie mich nervös machen können. Unfassbar. Jetzt gehen Sie doch endlich. Mercedes, komm. Sei nicht dumm. Das ist die Sache doch nicht wert. Nein, Schluss jetzt. Sie sind doch alle nicht ganz richtig im Kopf. Ich weiß gar nicht, wie ich die Scheiße hier die ganze Zeit ausgehalten habe. Es ist beschämend, dass Sie einen zwingen, mir diese... Wenn wir nur ein bisschen Selbstachtung hätten, dann hätten wir dem schon längst den Finger gezeigt. Wir alle. Ja, kommen Sie. Nehmen Sie Ihre Hormone. Wenn nur noch Sie drei übrig bleiben, dann kann dieser Firma ja nichts passieren. Tschüss. Wollen Sie nicht was sagen? Oh, wir haben Mutter verloren. Entschuldigung, ich möchte mich ja nicht einmischen. Komm, lassen Sie es bleiben. Ja, sie weiß, was sie will. Meine Mutter hätte es auch so gemacht. Was für eine Familie. Ja, vorhin habe ich mich daneben genommen. Vorhin, als der erste Anruf kam, hätte ich hinfahren sollen. Jetzt ist es zu spät. Los, Jungs, wir wollen fertig werden. Was sollen wir denn noch spielen? Noch einmal. Die Personalabteilung wird vollstes Verständnis haben, dass Sie jetzt gehen müssen. Da bin ich mir sicher, das wird bei der Entscheidung keine Rolle spielen. Ich hatte recht. Sie sind es. Nein, ich bin es nicht. Ich habe nichts mit der Firma hier zu tun. Aber Ihr Fall, das ist doch einfach schrecklich. Sie arbeiten wirklich nicht? Nein, Sie sind der Einzige, der uns immer noch nicht gesagt hat, wo er arbeitet. Und diese ganze Art, wie Sie reden die ganze Zeit, die Personalabteilung wird vollstes Verständnis haben. Er kommt jetzt nicht mal langsam der nächste Umschlag? Wie soll ich das wissen? Sehen Sie, man nimmt Rücksicht auf Sie. Sehr aufmerksam. Warten Sie. Ich melde mich. Sie hatten recht, mein Name ist Esteban Rojas. Ich bin Psychologe der Personalabteilung von Detia. Wusste ich doch! Wir hatten noch ein paar andere Prüfungen vorbereitet, aber angesichts der Umstände ist dies noch nicht mehr nötig. Also, wenn Sie uns noch eine Aufgabe stellen wollen, wegen Ihr gerne. Ah, sie ist die Ruhe selbst. Das Beerdigungsinstitut soll sich ruhig kümmern lassen. Wissen Sie was? Sie sind so witzig. Sie erinnern mich an meinen Vater. Er war wie Sie ein Zyniker. Los, machen wir weiter. Ich bin bereit. Gut. Wenn Sie wirklich wollen, kommen wir zur letzten Aufgabe. Die letzte Aufgabe geht folgendermaßen. Wieder ein Spiel. Jeder von Ihnen verfolgt ein bestimmtes Ziel, das nur er kennt. Sie müssen versuchen, es zu erreichen. Wer es zuerst schafft, bleibt, der andere muss gehen. Ich gebe jetzt jedem von Ihnen einen Umschlag. In dem steckt eine Karte, auf der steht, was Sie beim jeweils anderen erreichen müssen. Sobald Sie Ihr Ziel erreicht haben oder dasjenige des anderen erraten haben, zeigen Sie dem anderen als Beweis die Karte und der andere verlässt den Raum. Klar. Lassen Sie jetzt allein. Lesen Sie, was auf der Karte steht. Viel Glück.
kann mich mal langsam ein. Echt? Mich wundert eins, wie Sie nach dieser ganzen Sache mit Ihrer Mutter einfach so weitermachen können, als ob nichts gewesen wäre. Ich mache weiter. Aber nicht, als ob nichts gewesen wäre. Was hätten Sie denn gemacht? Schon gut, ist ja nicht mein Problem. Ja, eben. Na dann los, die Sache könnte länger werden. Welche Sache? Ja, das Spiel. Wir sollen uns gegenseitig dazu bringen, etwas zu tun, ja? Aber dabei dürfen wir nicht zu direkt vorgehen, denn wenn der andere rauskriegt, was wir zu erreichen versuchen, sind wir weg vom Fenster. Ist geschickt. Im Grunde sind das Verkaufsmethoden. Ich verstehe nicht, wie das zusammenhängen soll. Der Verkauf. Verkauf ist nichts anderes. Ich habe mit Kaffeefahrten für Rentner angefangen. Ich habe den einen Bus reingepackt und habe denen erzählt, ja, wir würden irgendwo hinfahren, ein Schloss besichtigen, irgend sowas. Aber in Wirklichkeit ging es mir nur darum, ihnen alles Mögliche zu verkaufen. Ich habe sie mit billigen Fusel abgefüllt. Und als sie dann richtig schön breit waren, habe ich die Speisesaaltüren zugemacht. Und da kam da keiner mehr raus, bevor er nicht schön brav alles gekauft hat. Sind Sie verheiratet? Warum fragen Sie mich das? Einfach so. Nein, ich bin nicht verheiratet. Und warum nicht? Das ist Überzeugung. Und Sie? Sind Sie verheiratet? Auch nicht. Aber ich habe schon mal mit jemandem zusammengelebt. Na, das freut mich. Das ist schön für Sie. Kinder? Nein. Mögen Sie Musik? Nicht besonders, ne? Nur damit Sie es wissen, ja? Ich lasse Sie hier das Wort führen, weil ich Lust dazu habe. Nicht, dass Sie denken, Sie hätten irgendwas unter Kontrolle. Ja, was mögen Sie denn? Meine Arbeit. Haben Sie Freunde? Natürlich habe ich Freunde. Woher man die halt so hat? Ne? Von hier, von da? Sind das denn wirkliche Freunde? Nein, aufblasbare Puppen. Wollen Sie was trinken? Nein. Wollen Sie meine Meinung wissen? Ich glaube, Sie nehmen uns nicht. Weder Sie noch mich. Ja, und warum? Intuition. Ah ja, und wen sollen Sie denn dann nehmen? Hm? Ihre Freunde von Esabe oder was? Ich habe das Gefühl, Sie spielen mit uns. Was ich nicht sage. Das ist ja wohl klar geworden, ne? So sind Sie halt, diese Psychologen. Mich wundert nur, dass wir noch nicht die Reise nach Jerusalem oder sowas spielen sollen oder Tierstimmen nachmachen, ja? Ich habe dafür einen sechsten Sinn. Hatte ich schon immer. Wenn man mich reinlegen will, dann leuchtet bei mir das Alarmlämpchen auf. Und das tut es hier schon seit einer Weile. Es ist kein Personalgespräch. Es ist etwas anderes. Jetzt kommen Sie langsam auf den Punkt, was? Was wollen Sie eigentlich, dass ich denke, dass alles hier sei Betrug? Ist das das geheime Ziel, das Sie erreichen sollen? Nein. Sonst wären Sie es wohl nicht so direkt angegangen. Sie glauben wohl, Sie stellen mich auf die Probe, was? Aber ich habe es Ihnen doch gesagt, ich habe schon so viele Leute reingelegt. Wenn Sie wissen, ich kenne die Tricks alle. Ja, dann denken Sie doch, was Sie wollen. Ich glaube nicht, dass hier einer von uns eine Stelle kriegt. Trotzdem, aus irgendeinem Grund bleibe ich. Wahrscheinlich aus Neugierde. Ihre Neugierde scheint ja sehr groß zu sein. Ihre Mutter stirbt. Und Sie? Sie sitzen einfach weiter hier und plaudern mit mir. Sie gehören doch zu der Sorte Mensch, die unter dem Hunger in der Welt leiden, ja, und an Ärzte ohne Grenzen spenden. Aber wenn Ihnen die eigene Mutter verreckt, dann trifft Sie das nicht weiter, als wenn Ihnen der Reis verkauft, ja? Sie sind ein mieser Kerl! Sie denken, Sie könnten den Leuten einfach alles von den Latz knallen, was Ihnen durch Ihr krankes Hirn geht. Chaos ist vorhin viel zu nett zu Ihnen gewesen. Passen Sie bloß auf, sonst gebe ich Ihnen, was Sie verdienen. Ja? Entschuldigung, seien Sie doch nicht gleich so eingeschnappt. Ich bewundere doch Ihre Haltung. Echt? Ihre Mutter stirbt. Können Sie jetzt auch nichts mehr dran ändern? Werden Sie hier die Riesenchance auf den Traumjob haben? Also kämpfen Sie! Hilft dir alles nichts.
praktisch veranlagt sind wie Sie. Das gefällt mir. Sie sind eine Frau, die weiß, was sie will. Das sieht man Ihnen an. Wenn ich in Ihrer Lage wäre, würde ich mir wünschen, so wie Sie zu reagieren. Ne? Nach allem, was geschehen ist, würde ich mich sogar richtig schlecht fühlen, wenn Sie mich nehmen würden. Wissen Sie was? Vielleicht stellen Sie uns ja beide ein. Hm? Wir wären doch ein super Team. Haben Sie schon mal einen Menschen geliebt? Hilfe! Sie wechseln aber schnell das Thema. Sie brauchen nicht zu antworten, wenn Sie nicht wollen. Ach was? Gar kein Problem. Sie meinen, ob ich schon einmal eine Frau geliebt habe? Ja, eine Frau. Ich glaube nicht, nein. Zwar, ich habe einmal eine Frau gefragt, ob sie mich heiraten will. Und sie hat Nein gesagt? Sie hat Ja gesagt. Ich war mir meiner Sache sehr sicher, sonst hätte ich sie nicht gefragt. Und dann haben Sie sie verlassen, oder wie? Die Woche drauf. Das ist nicht wahr. Ach nein? Nein. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass ich einen sechsten Sinn habe. Ach, Sie, mal Kluge. Wenn Ihre anderen fünf auch so gut funktionieren, ja? Hilfe. Warum hat sie sie verlassen? Ich hab sie doch verlassen. Aber egal. Ich will nur wissen, worauf Sie mit Ihrer ganzen dämlichen Fragerei die ganze Zeit raus wollen. Aber Sie haben wohl noch gar nicht richtig angefangen, was? Sie verpulvern hier nur Ihre Energie. Aber bitte. Wenn Sie weiterhin auf diese blöde Art und Weise Ihre Zeit vergeuden wollen, von mir aus gerne. Ich habe Zeit genug. Im Gegensatz zu Ihnen. Wenn Sie so weitermachen, dann kommen Sie noch zu spät zur Beerdigung. Da, rufen Sie ruhig an. Nein, ich will nicht anrufen. Ja, Ihre Schwester ruft Sie bestimmt gleich an. Was werden Sie ihr dann sagen? Jetzt ruft sie mich nicht mehr an. Oh. Was? Ich musste ja kaum was machen. Was ist los? Wenn ich Ihnen jetzt sage, dass es meine Aufgabe war, Sie dazu zu bringen, Ihr Handy auszuschalten. Verarschen Sie mich nicht. Hm? Scheiße. Ah! Stimmt gar nicht. Wissen Sie, warum ich geblieben bin? Weil ich Sie so ätzend finde, dass ich es mir nicht entgehen lassen wollte, Sie fertig zu machen. Oh, Ihre Mutter wäre sicher stolz auf Sie. Sie sind sicher ein Waisenkind, oder? Ein Waisenkind? Wenn Sie eine Mutter hätten, würden Sie nicht so spotten. Ich habe Mutter und Vater. Hoffentlich werden die nie etwas von Ihnen. Ganz egal, was die von mir brauchen werden. Ich werde für Sie da sein. Das ist mir heilig. Halten Sie von mir noch, was Sie wollen, aber meine Eltern stehen für mich an erster Stelle. Haben Sie bei mir einen Nerv getroffen? Wissen Sie, warum ich keine Kinder habe? Weil ich glaube, dass ich sie nie so lieben könnte, wie meine Eltern mich geliebt haben. Mein Vater, Sie sind ein Mädchen aus gutem Hause, ja, das sieht man Ihnen an. Ich nicht. Meine Eltern waren einfache Leute. Mein Vater war Eisenbahnschaffner. Eisenbahnschaffner, sein ganzes elendes Leben lang. Er hat geschuftet und geschuftet, rund um die Uhr. Manchmal war er auch die ganze Nacht lang weg. Aber er hat mir bei seiner Rückkehr immer etwas mitgebracht. Kleinigkeiten, verstehen Sie? Manchmal auch nur ein Bonbon, aber er hat mir immer, wenn ich immer sage, meine ich auch immer, etwas mitgebracht. Und das hat mir gezeigt, dass er mich nie, nicht einen Augenblick lang vergessen hat. Manchmal war er auch die ganze Woche lang weg und hat meine Mutter immer am Tag vor seiner Rückkehr Bohnen gekauft. Die haben wir dann den ganzen Nachmittag zusammen ausgepult. Und sie hat ihm Bohneneintopf mit Wurst gekocht. Das war sein Lieblingsessen. Und noch heute, mit 35, nimmt mich mein Vater manchmal im Arm. Und er zwinkert mir zu und er sagt, na mein Junge, hilfst du deiner Mutter noch beim Bodenputzen? Und dann gibt er mir einen Knuff. So wie als ich sechs war. Sie können das nicht verstehen, aber ich sehe die Augen meines Vaters in diesen Momenten und ich weiß, dass er noch immer denselben Stolz auf mich verspürt wie damals. Und meine Mutter genauso. Oder Sie. Sie haben überhaupt keine Ahnung, wovon ich spreche, nicht wahr?
Sie schalten Ihr Handy aus. Sind Sie denn nie zu Ihren Eltern ins Bett gekrochen, als Sie klein waren und Angst hatten in der Nacht? Denken Sie denn, Ihre Mutter hatte nie Angst? Wissen Sie, was für mich das Wichtigste im Leben ist? Dass meine Mutter und mein Vater mich immer mit demselben Stolz in den Augen ansehen können wie damals, als ich 6 Jahre alt war und meine Sache gut gemacht hatte. Und darum, verdammt, verkämpfe ich, ja? Darum setze ich mir so eine Scheißtaschenmütze auf und mache all diese Faxen hier mit, ja? Und was man sonst noch alles von mir will. Weil ich will, dass meine Eltern wissen können, dass ich es zu etwas gebracht habe. Und sie, sie nennen mich ein Zyniker. Wie glauben Sie denn, Ihr Verhalten sagt über Sie aus, dass Sie stark sind? Dass diese Arbeit hier sehr wichtig für Sie ist? Es sagt auch nichts weiter über Sie aus, als dass Sie keinen Mut haben. Sie haben nicht den Mumm, sich dem Leben zu stellen, dem wirklichen Leben. Na, kommen Sie und fragen mich, ob ich schon mal einen Menschen geliebt hätte. Hören Sie mir gut zu, ja? Vielleicht können Sie noch was lernen. Irgendwann kommt auch für so ein verwöhntes Ding wie Sie der Tag, an dem Ihre Titten hängen, an dem Ihr Hintern schlaff wird und an dem von Ihrer glänzenden Karriere nichts weiter übrig ist als ein jämmerlicher Rentenplan. Sie werden allein sein. An dem Tag, an dem alles Gute Vergangenheit ist. Für meine Eltern ist dieser Tag schon gekommen. Aber sie haben mich. Und sie werden mich immer haben. Bis zum Schluss. Und ich werde alles tun, was dafür nötig ist, um ihnen das Gefühl zu geben, dass ihr Leben einen Sinn gehabt hat. Und Sie? Was werden Sie haben? Nichts. Wenn Sie zurückschauen, einfach nur nichts. Alles in Ordnung? Ach, verzeihen Sie aber. Sie haben mir es einfach so leicht gemacht. Ich sollte Sie zum Weinen bringen. Sie miese Schwein. Aber stimmt doch alles so, oder? In Wirklichkeit ist meine Mutter tot. Und mein Vater und ich haben seit 5 Jahren kein Wort mehr miteinander geredet. Das war's! Oder? Soll ich jetzt bleiben oder soll ich gehen? Ich gehe kurz raus, ja? Aber nur um zu sehen, ob da jemand ist. Okay? Die geht ja gar nicht auf. Das ist wohl ein Witz, ja? Das ist witzig. Schon wieder so ein Spiel, oder was? Was wollen Sie denn jetzt von mir? Soll ich die Scheibe einschlagen oder die Tür eintreten oder was? Also wenn Sie meine Geduld auf die Probe stellen wollen, dann herzlichen Glückwunsch, haben Sie gewonnen, ja? Ich habe schön brav alles mitgemacht, was Sie von mir wollten, ja? Das hier jetzt, das kommt nicht so gut! Ich bin in Ihrer Personalabteilung. Ja, hier im Gebäude.
Nein, hören Sie, das kann nicht sein, dass da niemand ist. Probieren Sie eine andere Durchwahl, gefälligst. Verstehen Sie doch, die können nicht alle gegangen sein. Ich bin immer noch hier. Ich bin hier seit über einer Stunde mit noch drei anderen Menschen, ja? Ja, mit einem Esteban Rojas, einem Psychologen aus Ihrer Personalabteilung. Sagen Sie mir nicht, dass es hier niemanden gibt, der so heißt. Nein, hören Sie, jetzt schicken Sie mir bitte jemanden hoch, ja? Und öffnen Sie mir die Tür, ich bin hier im Konferenzraum, im 11. Stock. Im 11. Stock gibt es keine Konferenzraum, ja? Allgemein habe ich die Schnauze voll von Ihren Faxen. Sie kommen jetzt her und dann... Witzig. Das ist wirklich sehr witzig. Jetzt hören Sie mir zu, ja? Sie schicken mir jetzt bis in 5 Minuten jemanden her und öffnen mir diese Tür und sonst rufe ich die Feuerwehr, ja? Meine Kollegen vor. Miguel Garcia, Esteban Rojas. Angenehm. Sehr freut. Auch Sie sind Psychologen aus der Abteilung. Ich verstehe, dass Sie jetzt überrascht sind. Ich gebe zu, das ist kein gewöhnliches Vorgehen. Also am Anfang hatte ich ja schon einen Verdacht, aber dann war ich mir nicht mehr so sicher. Ich versichere Ihnen, wenn Sie mir noch ein bisschen mehr Zeit gegeben hätten, dann wäre ich draufgekommen, ganz bestimmt. Diese Art Auswahlverfahren wenden wir erst seit kurzem an. Diesen Test hat Isaias Grönholm entwickelt, ein schwedischer Psychologe. Er ist der Personalchef unserer Zentrale in Stockholm. Ihm geht es darum, die Antworten des Bewerbers unter verschiedenen emotionalen Simulationen zu bewerten. Was er damit messen möchte, ist die von ihm sogenannte kreative Intelligenz. Schon ein Hund, dieser Grönholm. Oh, machen Sie sich keine Gedanken, dass Sie nicht erraten haben, wer wir sind. Das wird bei dem Test nicht bewertet. Ja, aber ich verstehe das nicht. Sie haben gesagt, Sie arbeiten bei Raventhal und dass Sie dort Leute kennen. Ja, ich habe mal bei Raventhal gearbeitet und habe dort immer noch viele Freunde. Diese Geschichte mit der Geschlechtsumwandlung, also das war ja echt stark. Ich habe es geglaubt. Danke. Und Ihre Mutter, die gestorben ist. Was heißt das jetzt? Hab ich die Stelle oder nicht? Es gibt noch andere Bewerber. Ach so. Aber auf jeden Fall können wir Ihnen schon mal sagen, dass Sie uns beeindruckt haben. Ach, ich habe einfach lediglich das getan, was es mir in der jeweiligen Situation am vielversprechendsten ist. Nein, Sie waren brillant. In spätestens 14 Tagen setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, um Ihnen unsere Entscheidung mitzuteilen. Gut, dann sind wir fertig. Ja, wir sind fertig. Ich hoffe, das, was sich hier abgespielt hat, hat Sie nicht allzu sehr verstört. Ach, tut mir leid, nein, gar kein Problem. Selbstverständlich ist das alles vertraulich. Ja, die Ergebnisse unserer Auswertung sind nur für den internen Gebrauch bestimmt. Okay, dann sind wir fertig. Ja. Kann ich gehen? Ja, Sie können gehen. Vielen Dank. Danke. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Okay. Okay. Tschüss. Vielen Dank. Ja, tschüss. Ach, lassen Sie nur. Also, ich muss schon sagen, das... Das ist wirklich sehr gut. Sehr gut, das, was Sie da haben. Sehr gut. Los, erster Eindruck. Also ich würde ihn nicht gleich aussortieren. Ja, er hat in keinem der Fallbeispiele Empathie gezeigt, aber das spricht nicht grundsätzlich gegen ihn. Verglichen mit den anderen beiden glaube ich, dass wir ihn in die engere Wahl nehmen sollten. Bitte. Meinen Sie das ernst? Er ist doch ein armseliges Wesen. Also ich finde ihn nicht so armselig. Er hat es viel länger ausgehalten als die meisten. Er hat einen ungewöhnlich starken Charakter. Wie kommst du denn da? Vielleicht auch du übertreibst ein bisschen. Na gut, er lässt sich nicht gleich unterkriegen. Stimmt, aber ich will nicht sagen, dass er jeden Buchstaben hält. Das würde ich auch nicht beschwören, aber ich muss doch sagen, er schneidet positiv ab. Beste Mann, du überraschst mich. Warum? Ja, weil es doch offensichtlich ist, dass er nicht im Entferntesten dem Profil entspricht, das wir suchen.
Wir suchen einen starken Typ. Selbstsicher, der Druck aushält, der nicht nachgibt. Er ist so. Stark? Ja. Du findest dieser Typ stark? Ja. Du auch? Naja, ich will ihn jetzt nicht als Archetyp des starken Mannes definieren, aber schwach ist er auch nicht. Wenn ihr nach allem, was hier gelaufen ist, nicht seht, dann weiß ich auch nicht, wozu wir diesen ganzen Test eigentlich machen. Was, ihr zweifelt noch? Na schön, wir können ja... Gleich werden wir sehen, wie stark er ist. Luis, hör mal, die an der Rezeption sollen Herr Porter sagen, dass er nochmal raufkommen soll. Was hast du vor? Ich will, dass ihr euch besinnt. Jetzt werden wir gleich sehen, ob er so selbstsicher ist, ob ihr jeden Druck aufnimmt. Wenn er hochkommt, machen wir ihn fertig. Einfach total fertig. Und wenn er das aushält, wenn er kämpft, gebe ich euch recht und werde nochmal nachdenken. Was willst du ihm sagen, die Wahrheit? Ja, macht einfach mit. Wenn er sich verteidigt, nehme ich alles zurück, was ich gesagt habe, versprochen. Oder sogar noch mehr. Wenn er bleibt, nach dem, was ich ihm ins Gesicht sagen werde, wenn er uns Paroli bietet, dann gebe ich zu, dass ich mich getäuscht habe. Und schlage ihn für die Stelle vor. Ehrenwort. Du scheinst dir sehr sicher zu sein. Ja, vollkommen. Aber zuerst nehmen wir ihn uns vor, ohne Rücksicht, wir drei. Ich bin mir sicher, wenn wir fertig sind, steht der Typ auf und geht, wenn er nicht losholt. Aber was willst du ihm sagen? Alles, von A bis Z. Aber... Ja, herein! Man hat mir gesagt, ich soll nochmal hochkommen. Ja, nehmen Sie bitte Platz. Wir haben uns kurz zusammengesetzt und sind zu dem Schluss gekommen, dass es Unsinn ist, die 14 Tage warten zu lassen. Wir sind uns schon übers einig geworden. Ach ja? Ja. Sie bekommen die Stelle nicht. Darin stimmen wir alle überein. Miguel? Vollkommen. Was mich betrifft, er kommt nicht in Frage. Esteban? Auf gar keinen Fall. Es wäre ein großer Fehler, Sie einzustellen. Tut mir leid. Ich finde, Sie sollen es besser gleich wissen. Dann verschwenden Sie keine Gehirnkapazitäten auf falsche Hoffnungen. Gehirnkapazität haben Sie nicht im Übermaß. Genau daran haben Sie. Jetzt hören Sie mal. Sie wollen eine Erklärung. Die kann ich Ihnen geben. Die Tests, denen wir Sie unterzogen haben, haben wir für Ihr Persönlichkeitsprofil entworfen. Wir wissen, dass Sie nach dem Tod Ihrer Mutter ein Jahr lang arbeitslos waren. Davor waren Sie wegen einer Depression... 10 Monate lang krankgeschrieben. Das stimmt doch, oder nicht? Ja, aber der Doktor... Nehmen Sie noch Medikamente? Nein! Ihre Auszeit hat das Unternehmen 65 Millionen Euro gekostet. Wir wissen, dass Ihre Frau Sie angezeigt hat und Sie aufgefordert hat, die Wohnung zu verlassen. Das ist richtig, oder? Ja, aber der Richter hat... Sie haben die ganze Sitzung hindurch gelogen. Hat er uns doch gesagt, er hat das gemacht, was er immer vielversprechend hielt. Das bewerten wir ja bei dem Test auch. Jetzt hören Sie mir mal zu. Ja, es gibt sich noch mehr Lügen auf. Wir haben mit Ihrer Ex-Frau gesprochen. Ja. Sie können ja sich denken, was sie uns erzählt hat. Also, nein, Moment, ich weiß nicht, was sie Ihnen erzählt hat. In dem Hügelspiel konnten Sie es nicht verwerben. Wir haben Ihnen die Bischofsmitte gelassen. Wir wissen, dass Sie mit 12 in ein Kloster in die Nacht gekommen sind. Und wir wissen auch, was dort passiert ist. Und schließlich wissen wir auch, dass Sie einen homosexuellen Bruder haben und dass Sie den Kontakt zu ihm abgebrochen haben. Die haben Sie auch geredet. Ja, selbstverständlich. Hören Sie, dass ich mit meinem Bruder keinen Kontakt habe, das liegt nicht daran, dass er homosexuell ist, sondern als unsere Mutter gestorben ist... In keiner der Situationen, in die wir Sie versetzt haben, haben Sie auch nur ansatzweise Empathie gezeigt. Was? Aber das alles ist noch nicht der Grund, warum wir Sie nicht einstellen. Haben Sie schon mal etwas vom Boomerang-Effekt gehört? Was für ein Effekt? Nein! Die Aggressivität kann sich unter Umständen gegen einen selbst wenden. Vor allem in Ihrem Fall. Wissen Sie warum? Weil es eine aufgesetzte Aggressivität war. Sie war nicht echt. Sie war eine von außen auferlegte Haltung. Eine Simulation. Genug Erklärung. Es ist Zeit zu gehen. Ich möchte auch mal nach Hause kommen, bevor die Kinder im Bett sind. Es ist die reine Zeitverschwendung, weiter mit diesem Heuchler zu reden. Ja, jetzt hören wir mal gut zu, ja. Ja. Sie haben überhaupt kein Recht mit all diesen Dingen. Ich sag's Ihnen. Haben Sie etwa geglaubt, Sie können uns das vormachen? Ihr Leben ist eine einzige Katastrophe, privat und beruflich. Und wenn ich das sagen darf, ich glaube nicht, dass es eine Aussicht auf Besserung gibt.
Wir suchen nicht einen guten Menschen, der nach außen ein Arschloch ist. Was wir suchen, ist ein Arschloch, das nach außen ein guter Mensch ist. Damit wir uns verstehen, Sie haben sich komplett blamiert. Wieder einmal. Das ergeht Ihnen ziemlich oft so, nicht wahr? Sie können dankbar sein, dass das dieser Gerände nicht verlässt. Das war wirklich keine Glanznummer. Schon so spät. Wir sind fertig, vielen Dank. Um wie viel Uhr kommt der morgen? Morgen Nachmittag um 5. Soll ich wieder die Nummer mit dem behinderten Kind machen? Nein, nein, bei dem morgen ist der epileptische Anfall lang. Und du machst die Spielzeit. Ja, Online-Poker. Ja. Stimmt, alles klar. Wir sind fertig. Oder wollen Sie uns vielleicht noch etwas sagen? Also. Einverstanden. Du hattest recht. Und jetzt? Wie immer. Ja, das sowieso. Aber jetzt können wir alle beruhigt eingehen. Los, ab nach Hause. Guten Abend. Ein Lakritz-Bonbon. Auf Wiedersehen. Ja, hallo, ich bin's, ja. Wir sind jetzt fertig. Nein, nein, im Gegenteil, die haben mir die Stelle gegeben, ja. Ich sollte sogar den Vertrag sofort unterschreiben auf der Stelle, aber da hat's bei mir irgendwie im letzten Moment Klick gemacht und ich hab die alle zum Teufel geschickt. Ja, das ist ein einziger Narrenhaufen hier. Alles Verrückte, ich schwör's dir, die machen Tests mit allem. Wenn ich dir das erzähle, das glaubst du nicht. Also ihr seid noch da, ja? Im Restaurant. Gut, hör zu, ich komm doch, ja? Und das mit dem Arschlecken brauchst du den Halsabschneidern jetzt nicht zu sagen. Wartet auf mich. Sie wissen, wie sie rauskommen, oder? Ja. Ja. Spaß, aber dann im Übermaß Kosten hier und Kosten da. Das geht bestimmt auch Ihnen nah. Deshalb bitten wir, es braucht Mut, um eine kleine Spende in den Hut. Nun, Grünholm mit Tod, Ade, Scheiden tut wie immer weh. Darum auf zum Apéro, der macht uns wieder frisch und froh.